Erleichtere und erschwere nicht. Bringe frohe Botschaft und schreck nicht ab. Mach den Leuten es leicht und erschwere ihnen es nicht. Bringe frohe Botschaft und schreck den Menschen nicht ab. Durch falsches Wissen vermitteln, falsches Benehmen, Verhalten, Art und Weise. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war einmal bei einer Arbeit, da war ein Bruder, ein türkischer Bruder und ein griechischer Bruder. Ein türkischer Bruder und ein griechischer Mitarbeiter. Und die haben sich immer bekämpft. Mit Geschichte. Wer war zuerst Türken, Griechen etc. Ich hatte eigentlich nie Bock, mir das anzuhören, aber ich musste das lernen, weil wir waren Ladendetektive und wir waren alle in dem Büro drin. Und es ging immer los. Bam, 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 bam. Und der türkische Bruder hat nicht gebetet. Und ich wusste, ich habe überlegt, wie, ich habe gemerkt, seine Einstellung, ne, das war eine Persönlichkeit. Ich hätte ihn jetzt nicht erreicht mit den Wörtern, die ich ihm gewählt habe. Das ist auch sehr wichtig für uns, dass wir lernen und schauen, wie was wann angewendet wird. Es gibt Zeiten, da müssen wir schreiben, Bruder, und klare Sprache sprechen. Es gibt Zeiten, da können wir ruhig reden. Aber es gibt Zeiten, da müssen wir handeln, nicht reden. Und ich sah und ich habe mir Gedanken gemacht, was ich gemacht habe, ich habe denen immer Bescheid gesagt, wenn ich beten gegangen bin. Und wenn ich zum Jumma gegangen bin. Ich habe gesagt, ey, guck mal, Bruder, das ist Jumma, ich gehe zum Jumma, Bruder. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Weil egal, wie wenig jemand praktiziert, diese, er kann nicht zu dir sagen, geh nicht Jumma. Ja, nee, wie soll er sagen, geh nicht Jumma? Aber er kam nicht darauf klar, durch seinen Nationalstolz, den der in sich hatte, weil er hat sich ja immer mit diesen Griechen bekämpft, ich bin Türke, du bist Grieche, und die waren alle beide, der eine war Osmane, der eine war Altgrieche, beide sind in Deutschland geboren. Ich habe gesagt, Monat, wo bist du geboren? Der sagt, in Neuss, also nee, Düsseldorf. Kiri, wo bist du geboren? In Düsseldorf. Ich habe gesagt, du bist ein Alman und du bist ein Alman. Die so wie, ja, dann habe ich gesagt, Monat, du bist Türke, Türke, du bist hier geboren, du sprichst die Sprache, du hast einen Schrebergarten. Habibi, du bist mehr Deutscher als manche Deutsche, die ich kenne. Und du genauso, habe ich gesagt, Kiri, du kannst nicht mal richtig Griechisch. Du bist hier geboren, du sprichst, was willst du von mir, Bruder? Hört auf, ich bin in mein Land geboren, aufgewachsen, ich erzähle nicht so, ihr seid so. Und er kann nicht darauf klar, weil, also manchmal ist das Handeln sehr wichtig. Er hat gesehen, ich gehe mal zum Jumma, ich bete, ich gehe zum Jumma und er konnte das in seinem Kopf gab es eine Blockade. Der ist Grieche und der geht beten. Wie soll sein Kopf das jetzt verstehen? Irgendwann ist er mit mir zum Jumma gekommen. Ich sage, ich komm mal mit. Ich so, ja, komm mit. Ich bin hier vorne Milligör, ich hab gesagt, komm mal beten. Und irgendwann ging ich zur Arbeit und dann sagte dieser Grieche zu mir, der Kiri, ey, alles klar, wie geht's? Wir haben es gesungen, gibt es neue Fälle? Ne, ne, wir gucken Monitor. Der sagt zu mir so, ey, was hast du mit Murat gemacht? Ich so, was hab ich mit Murat gemacht? Ich hab gar nicht mit Murat gemacht, oder? Was soll ich mit dem gemacht haben? Der sagt zu mir so, ja, Alter, hat der gesagt, der geht immer Jumma beten, wenn du nicht da bist. Alhamdulillah, habe ich gesagt. Ja, manchmal rufst du anders. Ja, mach den Menschen das leicht. Mach den Menschen, ich habe den versucht, das so, ich hätte ihm ja natürlich auch andere Dinge, aber manchmal muss man das so machen. Ja, es ist manchmal situationsabhängig, ortabhängig, wo du gerade bist, mit wem du gerade bist. Deswegen, es ist sehr wichtig, wie ich mich nach draußen verhalte. Eine Sache dürft ihr nicht vergessen, ob ihr wollt oder nicht, ob ihr es wollt oder ob ihr es nicht wollt. Ihr seid automatisch eine Visitenkarte für diese Religion. Ja.